So, da bin ich wieder. Ich habe gerade noch mal schnell gespeichert, in der Hoffnung, dass das jetzt zwar nicht wieder passiert, aber wenn doch, dass ich dann zumindest nicht alles wieder nachstellen muss. Keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Also ja, gut, klar, die Terroristen versuchen wahrscheinlich abzuhauen. Da drüben sind ja die Kollegen, die da rein wollen. Was mich allerdings so ein bisschen verwirrt, ist, dass es keine Möglichkeit gibt, wenn man, also scheinbar keine Möglichkeit gibt, wenn man einmal einen Kollegen angeschossen hat, die wieder auf freundlich umzudrehen. So zu sagen, hey, tut mir leid, war keine Absicht. Auf jeden Fall. Dann, ja, komm, es war blöd gewesen, hier, Disziplinarstrafe oder so. Sowas scheint es hier nicht zu geben. Ist das jetzt der Seiteneingang oder war das der vorhin mit den Kisten? Uiuiui. Sieht ungesund aus, ne? Danger, do not enter. Na, dann gehen wir doch mal rein. Okay, vielleicht lieber doch nicht. Erst mit Schutzanzug. Ich glaube, ich habe keinen Schutzanzug dabei. Subway Station. Ah, da muss ich nachher abhauen. Okay, das ist der Weg nach draußen. Aber hier wollte ich mir die Statue anschauen. So, ist kein Terrorist. Somebody kill me! Anybody! Du willst sterben? Probier's mal damit. Ich will dich jetzt nicht erschießen, du bist kein Terrorist. Aber. Somebody kill me! Ich werde es nicht für dich tun. Was ist das denn? United States of America. 1945. Kann man nichts mitmachen. Liegt da was? Seim. Was ist denn ein Seim? Ach ja, richtig. Das Messer habe ich noch gar nicht weggeworfen. Und die Zigaretten. In diesem Spielstand. Dann mache ich das mal eben. Ein Seim. Was ist ein Seim? Ein Fläschchen der Designer-Droge. Benutze ich die oder liefere ich die meinen Vorgesetzten? Ich würde sagen, ich speichere. Dann benutze ich sie und gucke, was sie tut. Wow. Okay, die liefere ich meinen Vorgesetzten. Das ist nichts für mich. Raus aus dem Inventar, damit ich die nicht aus Versehen verwende. Und die, ja, gut, die PS20 habe ich unten. Und die Lamps können noch. Könnte noch geschickt werden. Das sind so Sprengladungen, die man anbringen kann, aber auch als Granaten werfen kann. Das ist auch ein Obdachloser. Also gut, dann ab nach drin. Hm? Schrot. Ah, das Inventar habe ich nicht. Ich habe die Schrotflinte auch noch nicht hier einsortiert. Genau, dann wird es eben so. Nein. So. So. Ja, so ist gut. Und los geht's. The Ambrosia is somewhere inside the castle. Das ist wohl das Schloss. Ah, voll daneben. Mist. The NSF, so that this does not happen again. Ganz viel Munition für die Pistole. Cool. Aber ich muss dir sagen, die Schrotflinte ist ja ganz schön mächtig. So auf kurze Distanz. Aber so gezielte Kopfschüsse sind da nicht drin. Wahrscheinlich streut sie zu arg dafür. So dass man zwar den Kopf trifft, aber eben nur einen kleinen Teil der Munition. Hm, noch mehr Schrot. Man ist hier eigentlich raus oder so? Nee, ne? Nee. Was ist das? Was ist das? Okay, das ist kaputt. Gegner? Gegner? Nein, keine Gegner. Ja, das Licht aus. Noch mehr von dieser komischen Munition, für die ich keine Waffe habe. Ein brennendes Fass. Wo waren die Kisten? Die Kisten waren irgendwo da drüben. Von außen. Zigarettenautomat. Ich habe keine Ahnung, was man mit Zigaretten machen kann.
Wahrscheinlich kosten sie Geld, wie in echt auch ziemlich viel. Okay, eine Tür. Und die Kissen. Wo waren die? Schauen wir noch an. Vielleicht von innen da rankommt. Das war hier. Ja, das wäre tatsächlich ein Hintereingang gewesen, aber so wie das aussieht, ist das wirklich auch in dieser Richtung. Ne, das ist zu eng. Da kommt man nicht raus. Da muss man die große Kiste verschieben und dafür hätte ich das Implantat vorhin auf die Kraft legen müssen, statt auf die Nahkampfverstärkung. Eine Tür für zwei Trippe. Wozu? Hier geht's doch rein. Was bist du? Ein kleines. Warst du vorher nicht schon draußen? Ist das ein Hintereingang, den mir das Kind hätte zeigen können? Interessant. Ein Schlüssel. Vielleicht für die Tür nach unten? Naja, die kann ich ja nicht direkt öffnen. Ah! Codetafel. Die geht leider nicht mit dem Schlüssel auf. You a cop? UNATCO agent. How does a little boy get mixed up with the NSF? I just wanted to find some food, but they didn't have any. And then they started shooting at the police. Got some? Ja klar, hier in dem Schokoriegel. You're cool. Glad I could help. Hey, I bet I can help you. Yeah. The soldiers have secret tunnels. They take boxes into the tunnel under the fort, but they never bring them back out. What kind of boxes? Steel. Big ones. Thanks. Maybe I'll check that out. Okay, das wird wohl das Ambrosia sein. Das Ambrosia. Wenn der Schlüssel nicht für die Falltür ist, ist er vermutlich nicht für die Kiste, sondern für die Tür. Naja, das bringt es jetzt nicht wirklich irgendwie. Ist da irgendwas drin? Wie kann Thanks, ich... Mister. Was ist das für ein Code? Mit dem man... Türstärke 50%. Das heißt, die Tür könnte man auch sprengen. Vielleicht hinter der Tür irgendwas? Lassen. Die da. Liegt da irgendwas? Nein. Vielleicht hier was hinter der Tür? Die kann man gar nicht schließen. Ja. Nein, auch nichts. Na gut, dann habe ich jetzt also die Wahl zwischen nichts tun und feststecken. So. The terrorists didn't even care. Zwei Dietrichen. Oder eine Lamb. Ich zeige euch mal die Lamb, weil ich die hier im Spiel bisher noch nicht verwendet habe, sondern nur im Tutorial einmal ausprobieren konnte. Und zwar, man kann sie werfen, dann explodiert sie wie eine Granate, das ist aber relativ gefährlich. Deswegen werde ich mich da draußen hinstellen. Und... Nein, nimm sie! Nein! Genau. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ich speichere nochmal für alle Fälle. Also, man muss direkt an die Wand rangehen. Und wenn dann jemand in die Nähe kommt, dann gehen die Viecher hoch. Aber entsprechend auch, wenn man sie abschießt. Gerade eben kurz zielen. Dann das Ding hochsprengen. Hoffentlich hat der kleine Junge überlebt. Ja, hat er. Und hier gibt es einen Dankgruß. Der Code für das Primärschloss lautet 666. Und eine bioelektrische Zelle. Praktisch. Hier habe ich das Messer gerade dahin geworfen. 666. Tada! Jetzt rennt der kleine Junge da rein. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, dass da hier so im Weg rumsteht. Ich glaube ja eher nicht. Ich speichere mal eben nochmal. Oh, Alarm. Okay, das ist vielleicht nicht so klug dazu zu machen. Weg!
Nein, nein, nein. Da fällt mir ein. Oh, ein Schlüssel. Schon wieder ein Messer, was soll ich damit? Ich wollte das automatische Nachladen ausschalten, damit bei leerem Magazin ich die Waffe schneller wechseln kann und nicht erst das Nachladen unterbrechen muss. Da ist nichts mehr. Na, dann erstmal den ersten Gang. Was? Ah, eine Kamera, Mist. Dafür habe ich nicht den richtigen Schlüssel. Aber auch diese Tür könnte ich sprengen. Erstmal nicht. Ich laufe mir hier schnell drüber. Ah, Ambrosia. Objective complete. Kamera? Agent Navarre will describe your next assignment and stay behind to protect the Ambrosia. Look for her out front. Schnell hier rüber, während die Kamera nicht schaut. Und Mist. Ich komme da nicht hoch. Zu schwer zum Heben. Raketen. Ah, so kann ich es heben. Komme ich da drauf? Ich ducke. Na. So. Klappt das? Ja, das klappt. Und jetzt zwei Tools. Aber gut, damit ist das Alarmproblem erstmal gelöst. Ah, ist das eine Leiter? Nein. Wäre ein bisschen klein dafür. Automatisches Geschütz. Gut, dass ich hier nicht länger entdeckt geblieben bin. Da ist ja auch gleich schon wieder ein Multitool zurück. Munition und Zigaretten brauche ich nicht. Ein Lüftungsschacht. Die Kanalisation mit ganz vielen Terroristen. So wie es aussieht. Einer weniger. Jetzt da gleich weiter. Okay. Ich muss hier nicht weiter aufräumen. Ich kann hier wieder zurück und Erfolg melden. Andererseits, wenn die Terroristen sind, dann würde ich die schon gerne hier so ein bisschen das Loch ausräuchern. Ja, da geht's durch unter dem Tor. Ist da noch irgendwas? Nein. Sieht so zu aus, aber in Wirklichkeit kann man einfach drunter durch. Gibt's hier Luft? Ja. Ah, das ist direkt hier. Na, praktisch. Kommt man da wenigstens raus irgendwie? Durch, wenn man sich dockt. Was? Die Kamera? Wo? Ach, verdammt. Ach, Mist. Ja, unter Wasser dürfte ich zumindest unsichtbar sein. Das werde ich gleich mal versuchen. Uah, am Stück unter dem Tor durchzukommen und hoch. Hui, knapp. Jetzt mal versuchen, mich an der Kamera vorbei da nach hinten zu schleichen. Zum Beispiel durch den Lüftungsschacht. Ja, hier. Willkommen in Half-Life. Ah, das ist der Tote von eben. Da ist die Kamera. Ein Flammenwerfer. Oh, wow. Den will ich. Okay, Pfefferspray, egal. Hier, Feuerlöscher brauche ich auch nicht. Den da brauche ich auch nicht, aber Brechstange. Die könnten praktisch werden. Was die machen, keine Ahnung. Wurfmesser könnte noch nützlich werden, die trich auf jeden Fall. Okay, mal gucken, wie groß der ist.
kein Platz für Flammenwerfer. Wow, wie groß ist der denn? Ist der 2x3 oder so? Bin ich angeschlagen? Ja, ein bisschen. Dann futter ich mal die Schokolade. Boah, ist der noch größer? Da habe ich so viel Munition, die will ich eigentlich nicht hergeben. Na ja, gut, 4 Wurfmesser, okay, brauche ich nicht unbedingt. Kann noch nicht abgelegt werden. So, jetzt. Weg damit. Dann trinke ich die einfach auch nochmal. Jetzt sollte es aber reichen. Jetzt habe ich ihn. Ich bin ein bisschen begeistert. Und sehr gespannt. Ich will den eigentlich gar nicht hier in einem engen Gang verwenden. Das geht wahrscheinlich nur in die Hose. So, hier ist der zweite Tote. Er hat Pistolenmunition. Ich mach da mal zu, dass die nicht merken, wo ich mich rumtreibe. Ich kann jetzt... Ist da oben was? Ja. Kameras? Kamera. 2 Tools. Ich habe 3, aber... Ladegerät. Ich würde es gerne erstmal ohne versuchen, ohne durchhacken, sondern einfach außen rum laufen. Weil nur 3 Multitools... Ja, und für Kameras sind mir die eigentlich auch ein bisschen zu schade. Ah, okay, das ist der Gang. Der führt hierher. Da kam ich gerade aus dem Schacht. Zeit für den Flammenwerfer. Och, da kommt kein zweiter. Egal, ich bleib dabei. Als nächstes... Kamera. Okay, einmal speichern. Und durch. Boah, ist der langsam mit der Kamera. Ganz schön langsam mit dem Napalmwerfer in der Hand. Was ich irgendwie lustig finde, weil wenn er ihn wegsteckt, hat er ihn ja trotzdem noch dabei. Also ich verstehe nicht, warum er plötzlich langsamer laufen kann, weil er eine schwere Waffe in der Hand hat, wenn er sie sonst eigentlich auch immer dabei hat. Uah! Okay, da war ich gerade eben. Ach, scheiß drauf. Das kann schon schief gehen. Das funktioniert leider nicht. Jetzt habe ich das Teil hier immer noch nicht eingesetzt. Versucht es einfach mal auszuprobieren. Aber das ist mir so, scheint mir so verschwenderisch zu sein. Ist ja kein Gegner mehr. Okay, was haben wir hier? Eine elektrische Zelle. Leuchtfackeln, von denen ich ganz viel habe, aber die ich noch nie benutzt habe. Ich kann aus dem Wasser raus, sagt die Leiter. Das heißt, ich kann ohne Gefahr rein. Ein Schacht da oben. Pistolenmunition. Kann ich das öffnen? Nein, das braucht bestimmt einen Schalter. Jetzt aber auch nicht weiter. Wo ist der Schalter für die Tür? Ah, was haben wir da?